Bei Wall Street Bets lautet der Schlachtruf bekanntlich To the Moon. Man meint damit eine Kursrakete, die immer weiter nach oben geht. Aber jetzt sieht es so aus, als wären die Triebwerke der Kursrakete ein bisschen ausgefallen und die Rakete geht eher jetzt nach unten. Sichtbar an Aktien wie GameStop und anderen. Und das ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern eigentlich eine schlechte Nachricht. Denn es droht jetzt eine junge Generation, die mitmachen wollte bei diesem ganzen Spiel, droht sich zu verbrennen, droht ein gebranntes Kind zu werden, ähnlich wie die Generation Dotcom Crash, die damals auch ganz begeistert waren, dann auf die Mütze bekamen und dann gesagt haben, ich will nie wieder was mit diesem Thema zu tun haben. Und das war ein großer Fehler, denn auch die Jungen jetzt werden vor allem darauf angewiesen sein, Entscheidungen zu treffen für ihre finanzielle Zukunft, die mit den Finanzmärkten zu tun haben. Es muss nur halt etwas Vernünftiges sein. Es gibt so viele Perlen da draußen, so viele Unternehmen mit Zukunft. Naja gut, nicht so viele, aber es gibt sie mit wirklich guter Zukunft. Und was sucht man sich aus? Man sucht irgendwelche Unternehmen wie GameStop, einen stationären Videospielhändler. Also wirklich oldschool geht gar nicht mehr. Das ist wirklich die Welt von vorgestern. Oder AMC Entertainment, diesen Kinobetreiber, und das im Zeitalter des Streamings. Also da sucht man sich irgendwelche Werte aus, die wirklich von vorvorgestern sind, deren Existenz wahrscheinlich sowieso gefährdet ist, bis relativ sicher nicht gewährleistet ist, um es mal so zu formulieren. Also man setzt auf Unternehmen, die keine Zukunft haben, will aber gleichwohl dran festhalten, hold the line, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern jetzt ist die Zeit, ein bisschen umzudenken und neu sich zu positionieren. Schauen wir uns mal an hier To the Moon. So sieht das derzeit aus, nur dass der Mond weiter unten ist und die Kurse jetzt eben weiter nach unten gehen. Sehr zum Unwillen eines Dave Portnoy, der sowieso die ganze Mechanik der Märkte nicht versteht, kommt aus dem Sportwettenbereich und hat sich dann gedacht, okay, Aktien steigen immer und das hat ja eine Zeit lang funktioniert. Und dann hat es funktioniert mit diesen Meme-Aktien wie GameStop, AMC, wie sie alle heißen. Und jetzt sieht man, das erzeugt bei ihm schlechte Laune. Hier ein Video, wo er sagt, ja, ich kriege hier richtig auf die Mütze, aber was soll ich tun? Ich bin eben überzeugt davon. Aber warum ist er überzeugt? Hier hat Sven Henrik, glaube ich, die Dinge sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Warum kaufst du, stellt man die Frage, weil es nach oben geht, weil der Kurs nach oben geht. Warum geht der Kurs nach oben? Weil andere es kaufen. Warum kaufen es andere? Weil manche darüber twittern. Warum twittern manche darüber? Weil der Kurs nach oben geht. Also diese Zirkellogik, die hier der Fall war, die jetzt aber nicht mehr hilft, weil GameStop gestern zum Beispiel Schlusskurs nachbörslich 189,56, also nochmal ein herber Kursverlust. Als ich gestern das Marktgeflüster gemacht habe, da waren wir noch bei 250, also da ist schon einiges wieder ausgepreist und das wird vielen wehtun, die da viel Geld reingesteckt haben. Hold the line, die gesagt haben, diese ganze Geschichte mit Silber, das ist alles von den Medien erfunden, von den Hedgefonds erfunden, aber sie hätten vielleicht gestern eher in Silber sein sollen als in GameStop und Konsorten. Wie auch immer es ist bei Wall Street Bets, ob da jetzt Silber aufgerufen wurde als nächster Hype oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch egal. Es zeigt nur, wie schnelllebig die ganze Geschichte ist, dass auch Wall Street Bets möglicherweise schon bald Schnee von gestern ist, weil sich irgendwelche Verabredungen auf anderen Foren dann tummeln. Das ist sozusagen die neue Logik eben der Märkte, diese Schwärme, die sich bilden, und die sind nicht ein für alle Mal bei Wall Street Bets, sondern die werden weiter wandern, werden andere Foren finden, das ist genau der entscheidende Punkt. Jedenfalls sieht es jetzt so aus, dass das Short Interest, also die Anzahl der short gehaltenen Aktien in Relation zum Free Float, zu den insgesamt verfügbaren, frei verfügbaren am Markt vorhandenen Aktien, ist weiter unter Druck, 39%. Hier sieht man das nochmal ganz genau. Und nun hatte Wall Street Bets und die Seinen gedacht, wir sind hinter den Hedgefonds her. Das hat auch ziemlich gut geklappt, aber jetzt sind die Hedgefonds teilweise hinter den Leuten her, die eben eine GameStop-Aktie oder mehrere GameStop-Aktien eben noch halten. Das ist jetzt das große Problem. Es ist nicht nur GameStop, schauen wir uns mal hier an. Nokia noch mit am besten. Dann Bed Bath & Beyond, GME, also GameStop, COS, also diese Lieblinge, die Meme-Aktien, die sind gestern alle richtig unter Druck gekommen. Also es war nicht nur GameStop, und wir sehen, dass jetzt auch die Hedgefonds teilweise sagen, wie Pershing Square,
der sagt, wir haben überhaupt keine Short-Position mehr. Die sind ja auch nicht ganz doof, denn die sagen sich, das ist viel zu gefährlich. Die müssen ja eben vierteljährlich in diesen 13F-Filings müssen die klar machen, welche Position hat man. Und jetzt ist man dadurch eben angreifbar geworden. Insgesamt sehen wir aber, dass nur 1,6% der Aktien im S&P 500 auf der Short-Seite sind. Also das Short-Interest in Relation zum Market Cap ist so gering wie fast noch nie. Es war im Jahr 2000, bezeichnenderweise im Jahr 2000, nur etwas geringer mit 1,5%. Also es ist nicht viel Short da draußen, sondern es war nur in solchen Verliereraktien wie GameStop und so der Fall. Aber das ist jetzt auch vorbei. Und vielleicht eine Lektion, die wichtig ist, die die Gebrüder Hunt damals bei der Manipulation oder wie man auch immer es nennen will, des Silberpreises machen mussten, 1979, 1980. Jetzt sagen die Jungschen bei Wall Street Bets, das ist doch schon in der Steinzeit gewesen. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Lehre und eine wichtige Logik, die damals gemacht wurde. Nämlich, die Hunt-Brüder wollten den Silberpreis nach oben treiben. Das haben sie gemacht, indem sie gehebelt waren, indem sie auf Margin gehandelt haben. Aber das große Problem, wenn du auf Margin handelst, ist, dann bist du letztendlich in der Hand derjenigen, die dir diese Marge, diesen Kredit überhaupt einräumen, dass du also nicht das gesamte Geld, das du faktisch am Markt bewegst, direkt investieren musst, sondern gehebelt agieren kannst. Und sobald du gehebelt bist, bist du letztendlich abhängig von denjenigen, die dir den Hebel einräumen, die dann eben sagen, oh, wir erhöhen jetzt die Marge. Das ist heute Nacht bei Silber passiert. Und schon geraten diese Leute dann massiv unter Druck, die eben gehebelt sind und vor allem die mit dieser Hebelung versuchten, die Dickfische an der Wall Street anzugreifen. Die sitzen im Zweifel am längeren Hebel. Und das hat sich jetzt wohl auch bei GameStop gezeigt. Das könnte sich jetzt auch bei Silber zeigen, wenngleich da die Geschichte schwieriger ist. Jedenfalls sehen wir hier, 1979, 1980 ist der Silberpreis dann deutlich abgestürzt. Aber warum sucht man sich dann bei Wall Street Bets und anderen solche Aktien wie GameStop aus? Da hat natürlich, waren ein paar findige Jungs, die wirklich informiert sind, die wussten über die Shortquoten bei Hedgefonds in Sachen GameStop. Da gab es dann die Nachricht, ja, man will jetzt langsam mal umstellen auf Online, aber schaut euch mal oder schauen Sie sich mal Unternehmen an, die lange es nicht geschafft haben, den Umstieg auf Online hinzukriegen, stationäre Unternehmen. Und die sind alle richtig unter Wasser, viele sind pleite gegangen, manche überleben gerade noch so. Diejenigen, die frühzeitig eingestiegen sind aus der klassischen Ökonomie, wie zum Beispiel in den USA Walmart, denen geht es blendend. Die haben frühzeitig den Umstieg gemacht. Wenn du diesen Umstieg verpasst und dann später versuchst, diese ganze Geschichte noch auf die Reihe zu kriegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du überhaupt überlebst. Die Wahrscheinlichkeit, dass GameStop überlebt, ist extrem gering. Es ist ein veraltetes Geschäftsmodell, das jetzt angepasst werden soll, noch in letzter Sekunde an die Online-Welt. Das wird kaum funktionieren. Das Unternehmen 2019 einen Verlust von 470 Millionen Dollar gemacht. 2020 wird wahrscheinlich noch viel katastrophaler gewesen sein mit dieser ganzen Corona-Geschichte und den Lockdowns. Man hatte 22.000 bis 42.000 Part-Time-Beschäftigte, also 14.000 Full-Time-Leute. Aber das sind eben Menschen, die jetzt in einem Bereich arbeiten, der keine Zukunft hat. Das ist eben nichts, was jetzt wirklich der heiße Scheiß der Zukunft ist, sondern das ist richtig altes Business. Und es wundert mich, dass diejenigen, die sozusagen jetzt modernste Technologie nutzen, letztendlich auf eine völlig antiquierte Geschäftsmodelle setzen und sagen, aber das will ich halten, das macht doch irgendwo keinen Sinn. Ähnliches mit AMC, die Firma hat 5,7 Milliarden Schulden, das entspricht um und bei dem Jahresumsatz des Unternehmens 2019. Von 2020 wollen wir gar nicht reden, eben mit den Lockdowns, wo die Kinos auch geschlossen waren. Hier, die Rede ist von AMC Entertainment. Hier müsste also das Unternehmen ein Jahr Umsatz machen, 2019, nicht 2020, also wenn Corona vorbei ist, um überhaupt die Schulden zu bedienen, Umsatz, nicht Gewinn. Und das frisst auch Zinsen, das heißt, das Unternehmen ist nicht gut aufgestellt, schien praktisch schon pleite zu sein. Man hat gesagt, Ende 2020, Anfang 2021 haben wir kein Geld mehr. Dann hat man sich Notkredite beschafft, natürlich zu teuren Konditionen. Also auch das ist ein Unternehmen, auch eins dieser Meme-Lieblinge, das wahrscheinlich wenig Zukunft hat. Gleichwohl der Aktienkurs, hier sieht man es, raufgeschossen. Das ist natürlich letztendlich einfach nur ein Witz. Und jetzt hier zum Beispiel natürlich
die Anmerkung von Heisenberg Report, der sagt, ja Leute, habt ihr jetzt wirklich eine schwierige Wahl zu treffen? Ihr seid praktisch in den Supermarkt gegangen, habt da alles bekommen, was ihr wolltet. Ja, praktisch das totale Wunschkonzert. Jetzt geht ihr raus aus dem Supermarkt, steht auf dem Parkplatz und denkt euch, soll ich jetzt bei diesem Parkplatz stehen bleiben oder gehe ich jetzt besser nach Hause und konsumiere die Dinge, die ich da eingekauft habe? Aber offenkundig scheint die Haltung zu sein, ich stehe lieber auf dem Parkplatz dumm rum, mit dann der Gefahr, dass eben es plötzlich anfängt zu regnen und ich richtig was auf die Mütze bekomme. Also so richtig logisch erscheint mir das nicht. Und wie gesagt, es ist die Gefahr, dass hier eine Generation verbrannt wird, die dringend sich um Dinge wie Aktienmärkte kümmern muss, weil eben letztendlich Renten nicht mehr gesichert sind, weil die Versprechen der Vergangenheit nicht mehr gelten, als klar war, ja, die Sache ist sicher, nichts ist mehr sicher, jeder muss gucken, wo er bleibt, dementsprechend sich investieren und vielleicht nicht nur spekulieren, man kann auch spekulieren, aber eben vielleicht auch ein bisschen investieren, nämlich in die Dinge, die vielleicht Zukunft haben. Das könnten zum Beispiel Agrarrohstoffe sein, nur mal so dahingesagt, aber jedenfalls sehen wir, dass wir jetzt eine Untersuchung haben. Am 18. Februar wird sich der US-Kongress mit dieser ganzen Geschichte um GameStop beschäftigen. Und jetzt ist die Frage, die Art Cushing, ein Urgestein an den Märkten, stellt. Ist die ganze Geschichte vorbei? Ist der Short Squeeze vorbei? Ich meine ja. Er sagt, wir werden das sehen. Klar, das ist jetzt eben die Frage. Und ist Silber jetzt das nächste heiße Ding? Auch das werden wir sehen, was da passiert. So oder so, Robin Hood hat jetzt nochmal versucht, nochmal neues Kapital aufzunehmen, um eben den Handel aufrechterhalten zu können. Da ist eine Risikokette zwischen den Brokern und den Clearinghäusern der Fall, der vielen nicht wirklich bekannt ist. Dementsprechend stiegen die Risiken für Robin Hood, die drohten aus der Kurve zu fliegen, weil das Clearinghaus gesagt hat, Jungs, wir brauchen mehr Sicherheitsleistungen, sonst werden wir da nichts mehr abwickeln. Deswegen musste Robin Hood den Handel in Aktien wie GameStop etc. einstellen. Und wenn wir jetzt den Überschlag machen zu Silber, das was eben gestern massiv gestiegen ist, jetzt hat die CME, also die Chicago Mercantile Exchange, dort wo die Silber Futures gehandelt werden, die Marge erhöht um 18%. Man braucht jetzt $16.500 für einen Kontrakt, muss man hinterlegen, statt $14.000. Eben aufgrund der massiven Bewegung, die wir gestern gesehen haben, Silber ist das erste Mal seit 2013 wieder über die Marke von $30 gestiegen. Größter Anstieg seit dem Tag der Lehman-Pleite, den wir hier gesehen haben. Und jetzt kommt zum Beispiel ein Bulle wie Crescent Capital. Hier ist man sehr, sehr bullisch für Gold und Silber insgesamt. Sagt, ja, guckt euch mal an, als das letzte Mal die Demokraten einen Sweep hatten, also praktisch Präsident stellten, den US-Kongress dominierten im Abgeordnetenhaus und im Senat. Da ist Silber massiv nach oben gegangen. Ob das eine brauchbare Analogie ist, sei mal dahingestellt. Aber brauchbar ist natürlich der Fakt, dass es viel weniger physisches Silber gibt als Papiersilber sozusagen. Das ist natürlich ein wirkliches Argument, finde ich, neben der Fiskalpolitik, neben der unendlichen Ausweitung der Geldmenge, das gilt dann eben auch für Agrarrohstoffe, ist das natürlich ein Punkt, der für Rohstoffe insgesamt spricht, denn die sind nicht beliebig vermehrbar. Dementsprechend wäre das ein nachdenkenswerter Punkt. Wir sehen insgesamt, und all das ist ja Ausdruck auch einer, naja, spekulativen Blase, wir können es ja nicht anders sagen, hier sehen wir mal die Option Small Trader Call Buys, also das, was die kleinen Privattrader an Optionen hier bewegen, das schießt durch die Decke und Aktien wie GameStop wurden eben auch durch Optionen hier gehandelt und vielleicht jetzt noch ein paar Schlaglichter auf den Irrsinn. Wir sehen, dass gestern zum Beispiel musste der Hedgefonds Greylock aufgeben und Insolvenz anmelden und der hatte gewettet, dass bestimmte Bonds, bestimmte Anleihen von Staaten, die extrem verschuldet sind, die praktisch kein Geschäftsmodell haben, dass diese Bonds in Schwierigkeiten kommen. Da ist aber dann eben diese koordinierte Aktion der Notenbanken dazwischen gekommen, sodass eben auch Dreck nach oben gespült wird. Das hat diesen Hedgefonds gekillt. Manche werden sagen, da habe ich kein Mitleid dafür. Erstaunlich auch zum Beispiel, dass in einer solchen Situation, wie wir sie derzeit erleben, Apple jetzt Anleihen gestern aufgelegt hat. Eine mit 40 Jahre Laufzeit. Warum tut man das? Apple hat so viel Cash, die wissen gar nicht wohin, aber die sagen sich, okay, das Geld ist so billig, diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen, auch wenn wir überhaupt kein Geld brauchen. Die Anleger sind bereit, ja teilweise zu Negativzinsen Unternehmensanleihen zu kaufen, unglaublich. Und wir haben jetzt eben den neuen
Start von Stimulusgesprächen. Susan Collins von den Republikanern mit Joe Biden. Man hat gestern da oder heute Nacht sehr viel Zeit da verbracht. Ist noch ein bisschen auseinander. Die Republikaner sagen, okay, Stimulus-Schecks maximal $1,400 nochmal. Biden will $1,000, Biden will $1,400. Das ist der Unterschied. Also das wird nicht ganz einfach. Und heute kommen noch Zahlen von Google. Das wird interessant. 22 Uhr. Und Amazon auch 22 Uhr. Wir werden bei Finanzmarktwelt darüber berichten, meine Damen und Herren. Das wird nochmal interessant, nachdem der Nasdaq ja gestern deutlich gestiegen ist. Also, das ist jetzt die Geschichte. Nicht hold the line, sondern denkt um, das ist nicht zu spät, noch ist es nicht zu spät, lasst euch nicht kaputt machen, lasst euch nicht jetzt sozusagen, wenn ihr GameStop für $300, $400 gekauft habt, wirklich jetzt auch ruinieren, da ist noch Zeit umzudenken, das wäre mein Appell, ob ihr es macht, ist eine andere Geschichte oder diejenigen es machen, die davon betroffen sind, jedenfalls ist das Investment eher dauerhaft nicht geeignet, gehalten zu werden und wir wollen sehen, was heute abläuft, schauen Sie rein bei finanzmarktwelt.de, jetzt sage ich Servus und Ciao.